sehen. Genau, wir rutschen jetzt von Wissen nach Bildung für nachhaltige Entwicklung in NRW immer tiefer. So, Katrin, Moment, ich muss Katrin auch. Katrin, kannst du. Ah ja, da ist sie. Ja, ich bin da jetzt. Also, genau. Klappt aber jetzt nur die Frage. Die technischen Schwierigkeiten erzählt. Genau, nur eine Person von euch wird ja sicherlich jetzt den Bildschirm teilen, oder? Das bin ich. Mhm. Okay, dann bist du die Präsentatorin. Kannst du schon mal hochladen? Ja, oder teilen, besser gesagt. Was? Ich jetzt aus, damit der Stream nicht so überlastet wird und erteile euch beiden hiermit das Wort. Ja, vielleicht als erstes ein herzliches Willkommen von mir und meiner Mitreferentin, der Katrin Grunberg. Wir sind pädagogische Mitarbeiterin der BNE-Agentur. Die BNE-Agentur NRW ist eingerichtet an der Natur- und Umweltschutzakademie im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. Bei der BNE-Agentur handelt es sich um eine Initiative der Landesregierung, konkret um eine Kooperation zwischen dem Umweltministerium, dem Schulministerium sowie der Staatskanzlei NRW. Die BNE-Agentur arbeitet zusammen mit weiteren Bildungsengagierten aus NRW auf das gemeinsame Ziel hin, BNE zum einen wichtigen Bestandteil der nordrhein-westfälischen Bildungslandschaft zu machen. Und noch ein Satz zu mir. Ich bin freigestellte Lehrkraft, bin Lehrerin am Berufskolleg mit den Fächern Mathematik und Sozialarbeit, Sozialwissenschaften und arbeite in der BNE-Agentur als Fachberaterin BNE in der Schule. Damit übergebe ich schon an meine Mitreferentin Katrin Grunberg. Danke. Auch von mir einen schönen guten Tag. Ich bin ebenfalls Fachberaterin für BNE in der Schule bei der BNE-Agentur NRW und bin freigestellte Lehrerin für Biologie und Mathematik. Bitte einmal weiter. Einmal die Folie weiter. Danke. Wir möchten Ihnen heute die Leitlinie Bildung für nachhaltige Entwicklung für Schulen in Nordrhein-Westfalen vorstellen, die 2019 vom Schulministerium veröffentlicht worden ist. Die sehen Sie dort oben rechts abgebildet. Diese Leitlinie, die versteht sich als einen Beitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des nationalen Aktionsplans BNE und aber auch als Beitrag zur internationalen Bildungskampagne Bildung für nachhaltige Entwicklung. Entschuldigung, ich muss mich ganz kurz nochmal einschalten. Eine von euch bitte diesen Balken, der da über dem Bild ist, klein machen. Da ist, danke, super. Entschuldigung. Dann bitte eine Folie weiter. Ach so, da ist sie schon. Nein, nee, eine zurück, danke. Einmal noch zurück. Ja, wir sind momentan in der dritten Phase der Bildungskampagne, der internationalen Bildungskampagne Bildung, BNE. Und die trägt den Titel SDG for 2030 mit BNE in die Zukunft. Und Sie sehen dort abgebildet die Roadmap dazu. Der Fokus dieser dritten Bildungskampagne, der liegt darauf, die SDGs im Bildungsbereich besser zu verankern, stärker zu verankern und damit auch die Ziele der 17 Sustainable Development Goals zu unterstützen. Hier sehen Sie einmal die Icons dieser 17 Ziele. Die werden auch Agenda 2030 genannt. Die 193 Länder der UN haben sich verpflichtet, auf freiwilliger Basis die bis 2030 umzusetzen. Ziel ist es, das Leben aller Menschen grundlegend zu verbessern und eine Transformation der Welt zum Besseren stattfinden zu lassen. Wir sehen hier, dass es nach sowohl ökologische Ziele gibt, aber es gibt auch soziale Ziele, wie zum Beispiel kein Hunger. Und es gibt aber auch wirtschaftliche Ziele bei dieser Agenda 2030. Für uns interessant nun ist der Bereich 4, die Bildung.
Unter 4 wird gefordert, dass alle Menschen eine hochwertige, inklusive Bildung erhalten, um ein selbstbestimmtes und gutes Leben führen zu können. Das ist der eine Punkt. Aber auf der anderen Seite wird eben auch gesagt, dass Bildung essentiell ist für den Erfolg der Umsetzung der 17 Entwicklungsziele. Ganz konkret heißt es unter Punkt 4.7, es wird gefordert, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen. Hier liegt also die politische Legitimation unserer Arbeit. Das Land Nordrhein-Westfalen liefert einen Beitrag zur Umsetzung dieses Unterpunkt 4.7 und hat dazu einen eigenen politischen Rahmen geschaffen. Zum einen hat es als erstes Bundesland eine Landesstrategie Bildung für nachhaltige Entwicklung herausgegeben, die parallel zum Weltaktionsprogramm lief, von 2016 bis 2020 und die eben dementsprechend im Moment in der Überarbeitung ist. Und zum anderen ist eben die Leitlinie Bildung für nachhaltige Entwicklung veröffentlicht worden. Ziel der Leitlinie ist es, BNE im fachlichen Lernen in der Schule zu verankern und zu integrieren. Und dabei wird BNE als Querschnittsaufgabe für viele Fächer, eigentlich sogar für alle Fächer verstanden. Es geht allerdings nicht nur darum, die reinen Inhalte eben zu verankern und umzusetzen, sondern vor allen Dingen auch die Kompetenzen zu vermitteln, die BNE fordert, wie zum Beispiel der fachliche Umgang mit Komplexität oder die Beurteilung verschiedener Interessenslage oder auch die Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Teilhabe. Nochmal kurz zum Werdegang dieser Leitlinie. Die wurde aus einer Arbeitsgruppe herausgestaltet, der Lehrerinnen und Lehrerinnen beigewohnt haben, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Schulministerium waren dabei und von Qualis, das ist die Qualitäts- und Unterstützungsagentur des Landes Nordrhein-Westfalen, die eben auch zum Beispiel für Lehrpläne zuständig ist. Wissenschaftlich begleitet wurde die Leitlinie von Professor Inka Bormann von der Freien Universität in Berlin. Das Herzstück der Leitlinie sind die Leitgedanken von BNE. BNE zielt danach darauf ab, Zukunft im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gestalten zu können und allen Generationen ein chancengerechtes und selbstbestimmtes Leben in Frieden zu ermöglichen. In der Schule ist damit die Aufgabe verbunden, Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, um die Auswirkungen des eigenen Handels in unterschiedlichen Ebenen auf die Welt zu reflektieren. An dieser Formulierung ist schon zu erkennen, dass BNE dabei eine Querschnittsaufgabe sein muss, in der alle Fächer gefordert sind, da einzelne Fächer die Erfüllung dieser Ziele nicht oder nur schwer leisten können. Dazu führt die Leitlinie affine Fächer auf, wie Sie hier sehen, die hinsichtlich der Themen- und Kompetenzerwartungen ausgeprägte Bezüge zu den Zielen von BNE aufzeigen. Inhaltlich wird dann zu jedem einzelnen Fach aufgeführt, welcher Beitrag es zu BNE leisten kann. Vielleicht kann man an dieser Stelle auch sehen, dass die Leitlinie BNE als Schulentwicklungsprozess zu verstehen ist und den Schwerpunkt darauf legt, BNE in den Unterricht zu integrieren und nicht etwas völlig Neues, Eigenständiges machen möchte, sondern Bewährtes ein wenig umstrukturieren möchte. Ein Hinweis zur Themenfindung bekommt man in der Leitlinie, wenn man diese Rosette betrachtet, die die verschiedenen Dimensionen aufgreift, die SDGs auch schon vorgeben. Hier einmal Politik, Ökologie, Ökonomie und Soziales. Eine Besonderheit in NRW ist die 5. Dimension Kultur, die hier eigenständig ausgewiesen ist. Und da ist Kultur nicht gemeint als die schönen Künste, wie man hier vielleicht bei den Themen auch schon erkennen kann, beziehen sich die Kultur hier auf die Werte und Normvorstellungen, die unser Denken und Handeln prägen, also den Zeitgeist einer Gesellschaft. Diese 5 Dimensionen greifen wir gleich auch noch einmal bei der Darstellung von Merkmalen von BNE-Prozessen auf. Die Leitlinie bietet des Weiteren eine Zusammenfassung als Checkliste für die Gestaltung von BNE-Lernprozessen auf einen Blick. Hier sind nicht nur die Leitgedanken von BNE-Lernprozessen, sondern auch Auswahlkriterien für einen BNE-Lernprozess sowie Merkmale und Ziele dargestellt.
zu den Zielen ist zu sagen, dass sie nicht als Kompetenzen formuliert sind, weil sie Fächer- und Schulformübergreifend formuliert sind und daher einer Umformulierung an den konkreten Schulen und Schulformen bedürfen. Wenn man das erste Mal sieht, ist diese Übersicht sehr komplex, weil sie eben sämtliche Merkmale und Ziele von den E-Lernprozessen beinhaltet. Diese Merkmale und Ziele müssen aber nicht in jedem BNE-Prozess zwingend vorkommen, sie können vorkommen. Darüber hinaus gibt es auch Doppelungen. Wenn man hier oben mal schaut bei den möglichen Auswahlkriterien, sieht man schon, diese Auswahlkriterien sind schon ein Merkmal eines BNE-Prozesses. Und da auch nochmal der Hinweis, es müssen nicht in jedem Lernprozess alle Merkmale und Ziele vorkommen. Wichtig ist erstmal anzufangen und zu gucken, kriege ich es bei ein oder zwei Merkmalen hin, damit die Ziele der Leitlinie bis 2030 erreicht werden können. Da die Ziele und Merkmale miteinander korrespondieren und die Leitgedanken auch in den Merkmalen aufgegriffen werden, stellen wir Ihnen jetzt die Konzeption eines BNE-Lernprozesses anhand dieser sechs Merkmale, die Sie hier links sehen, einmal vor. Ja, das merke ich mal an. Jetzt habe ich hier eine Rückkopplung. Ich höre keine Rückkopplung. Auswahl und Bearbeitung von exemplarischen Fragestellungen im Hinblick auf Zukunftsrelevanz. Da bieten Anregungen die SDGs. Da kann ich also nochmal hier auf diese 17 SDGs einen Blick werfen. Sie berühren eigentlich alle relevanten Politikbereiche für eine nachhaltige Entwicklung und bünden dann auch relevante Fragestellungen im Bereich einer nachhaltigen Entwicklung. Vielleicht nochmal als Ergänzung zu der Auswahl. Da wird auch gefordert, dass lokale und globale Auswirkungen beachtet werden. Das ist sicherlich beim Thema Klimaschutz oder ja, Klimaschutz auch der Fall. Und die Themen sollen auch orientiert sein an der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler. Und das ist sicherlich auch dank Fridays for Future und Greta Thunberg flächendeckend von der jüngeren Generation als Ziel bekannt worden. Dann kommen wir zum Merkmal 2, Berücksichtigung mehrerer Dimensionen. Die Dimensionen haben wir ja gerade schon mal kurz angesprochen. BNE will Sachverhalte interdisziplinär vermitteln, um die Komplexität auch aufzuzeigen. Und bei der Vorbereitung einer Lerneinheit hilft es deshalb, häufig den Blickwinkel aus diesen Dimensionen auf einen Sachverhalt zu werfen. Zum Beispiel den Blickwinkel aus der Ökologie, aus dem sozialen Bereich und aus der Ökonomie, die ja auch schon seit Langem zum sogenannten Nachhaltigkeitsdreieck zusammengefügt sind. Das werden viele von Ihnen auch kennen. Zunehmend kommt die Dimension der Politik dazu, weil eben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele einfach auch politische Entscheidungen wichtig sind. Und wie Frau Ulfertz vorhin schon angeführt hat, haben wir hier in Nordrhein-Westfalen noch eine fünfte Dimension, die Kultur, dazu genommen, in Form von kulturellen Haltungen und Normen. Die Inhalte von BNE-Prozessen können dabei sowohl Ursachen, Folgen als auch Lösungsansätze sein. Hier sieht man zum Beispiel in der Dimension Ökologie die Folgen des Klimawandels, Abschmelzen der Gletscher und Anstieg der Meeresspiegel oder im Bereich Soziales die Klimamigration. Eine Maßnahme ist in der Dimension Politik aufgeführt, hier Maßnahmen für zum Beispiel klimafreundliche Städte. Und Lösungsansätze kann man hier finden im Bereich Ökonomie, also Konsum lokaler und saisonaler Produkte, beziehungsweise im Bereich Kultur, Mäßigung und Suffizienz statt grenzenlosem Konsum. Auf der Suche nach Themen kann man neben dem Curriculum natürlich auch nochmal einen Blick werfen auf die Unterziele der SDGs. Hier sieht man auch sehr gut die Verschränkung der Ziele. Sie greifen häufig gleiche Themen der anderen SDGs auf und ergänzen sich somit. Zum Beispiel das SDG 14, Leben unter Wasser, greift auch
Folgen des Klimawandels auf, also Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß reduzieren, oder das SDG 2 hier oben, kein Hunger, den Hunger bis 2030 beenden, fordert ebenfalls Maßnahmen gegen den Klimawandel. Also es lohnt sich durchaus, die Unterziele einmal zu betrachten, um Themen für BNE-Unterrichtsreihen zu finden. Dann kommen wir zum Merkmal 3. Multiperspektivische Betrachtung, das heißt fachliche Zugänge, zeitliche Perspektiven, Interessenslagen, unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Räume, lokal, global. Die Multiperspektivität, das ist ursprünglich eine Methode aus der Geschichtsdidaktik und die sagt, dass die Erkenntnis der Wirklichkeit immer abhängig ist von der Perspektive des Beobachters, von der sozialen Perspektive, der historischen Perspektive, der kulturellen Perspektive. Und diese Multiperspektivität, die hilft, Interessenslagen kennenzulernen. Interessenslagen von verschiedenen Akteuren, sei es aus der Wissenschaft, sei es aus der Politik, sei es aus der Kultur oder der Gesellschaft. Und das ist einfach ganz wichtig, diese verschiedenen Interessenslagen zu kennen, wenn man in einem offenen, demokratischen und politischen Diskurs bleiben will, was BNE eben gerne möchte. Ja, eine sich anbietende Methode aus der Politik oder aus dem Politikunterricht wäre hier eben eine Kontradiskussion, wie Sie das sehen, Klimaskeptiker gegen Klimaschützer, wo die Schülerinnen und Schüler die beiden Positionen mit Argumenten fühlen müssen. Möchte man oder kann man nicht so viel Zeit investieren wegen anderer schulischen Gegebenheiten, könnte man die Schüler auch etwas weniger zeitaufwendig die Vor- und Nachteile einer regenerativen Energie, zum Beispiel Windkraft, gegenüberstellen lassen, wo man schön sehen kann, wie die Interessenslagen unterschiedlicher Akteure aufeinanderstoßen, hier zum Beispiel Energieanbieter und auf der anderen Seite Naturschützer oder Immobilienbesitzer. Ziel dieses Merkmales ist es, die Identifikation von Interessenslagen im politischen und demokratischen Diskurs zu üben. Merkmal 4, Förderung des systemischen Denkens und der Vernetzung von Wissen. Das systemische Lernen soll das komplexe Denken fördern. Das ist auch ein wesentliches Ziel von einer BNE. Das ist auch ein eigener didaktischer Ansatz eigentlich, das systemische Lernen. Ich möchte das einmal nur ganz knapp hier darstellen. Also das systemische Lernen möchte aufzeigen, wie Einzelereignisse zusammenhängen und wie man in so ein Gesamtgefüge eingreifen kann oder wie man Veränderungen dann auch bewirken kann. Und eine Möglichkeit, sowas zu thematisieren, ist beispielsweise die Veranschaulichung mit so einem Wirkungsdiagramm, wie wir das hier dargestellt haben. Ja, als Beispiel für einen Kreislauf kann man Schülerinnen und Schüler diese unterschiedlichen Elemente vorgeben und einen Zusammenhang erstellen lassen. Also dies ist ja nur ein kleiner Kreislauf, den man erstellen lassen kann. Man kann natürlich auch das Ganze etwas größer werden lassen und die Schüler eigene Folgen oder neue Folgen ergänzen lassen, vielleicht auch Lösungsansätze hier auf die Pfeile schreiben lassen. Wenn Schüler schon etwas geübter sind, kann man auch die SDGs zuordnen lassen, die man dabei tangiert. Aus eigener Erfahrung muss ich allerdings sagen, dass das systemische Denken den Schülerinnen und Schülern anfangs sehr schwer fällt und es ist durchaus sinnvoll, mit ganz kleinen Systemen zu beginnen, dass die Schüler da auch nicht sofort den Spaß dran verlieren, weil sie überfordert sind. Dann kommen wir zum Merkmal 5. Berücksichtigung von Widersprüchen, Unwägbarkeiten, Risiken sowie persönlichen Zielkonflikten und Dilemmata. Dilemmata, da sind ja so diese klassischen Zwickmühlen-Situationen, wo man zwischen zwei Wegen, zwei Situationen, zwei Positionen wählen soll, die beide nicht optimal sind und die eigentlich beide keine wünschenswerte Lösung bieten. Und das müssen Schüler auch lernen, sich mit solchen Situationen auseinanderzusetzen. Sie müssen lernen, dass es nicht immer einfache Lösungen gibt, dass es manchmal auch einfach, dass man im ethisch umstrittenen Bereich bleibt, ja, und dass man eben sowas auch manchmal aushalten muss. Als unterschiedliche Beispiele können hier dienen Urlaubsreisen und Ziele mit dem Flugzeug oder vielleicht doch mit einem klimafreundlichen Verkehrsmittel erreichen. Oder ist es mir wert, die teure Schokolade mit dem Fairtrade-Siegel zu kaufen?
Oder möchte ich lieber eine günstige, konventionell produzierte Schokolade mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, einzeln hygienisch verpackt kaufen? Das diesen Dilemmata meistens zugrunde liegende Prinzip ist die Suffizienz, also der Verzicht. Und es fällt Schülern erfahrungsgemäß wirklich schwer, in unserer konsumorientierten Wirtschaft zu vermitteln, dass das ein Prinzip ist, das man auch begehen kann, weil die Werbung auch mit gegenläufigen Mitteln arbeitet und gerade im Bereich der Schülerinnen viele Dinge auch als Prestige- oder Statussymbol gelten. So, dann kommen wir zum letzten Merkmal, eigenverantwortliche und partizipative Lernprozesse. Partizipation bedeutet ja, dass man eben Kinder und Jugendliche bei allen Ereignissen und Entscheidungsprozessen beteiligt und sie mit einbezieht. BNE möchte ja zu selbstständigem Handeln befähigen. BNE möchte, dass Menschen sich an gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und sich aktiv einbringen. Und sowas muss häufig auch geübt werden. Und deshalb ist die Partizipation eben ein eigenes Merkmal bei der BNE. Als unterschriftliches Beispiel könnte man die Schüler einen Fragebogen erstellen lassen. Wie sind die Alltagsgewohnheiten im Energieverbrauch? Welche Geräte werden genutzt? Wie energieintensiv sind sie? Oder man kann sie Infobroschüren zum Klimaschutz im Haushalt erstellen lassen. Wie und wo kann man Energie sparen zum Beispiel, gegebenenfalls auch als Projekt. Aber das hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel Zeit und Energie man investieren möchte. Nicht jeder BNE-Lernprozess muss tatsächlich mit einem Projekt auf hoher Stufe der Schülerpartizipation stattfinden. Ja, wir haben zum einen herausgestellt am Anfang, BNE ist eine internationale Bildungskampagne und BNE ist aber eben auch ein didaktisches Konzept, wie wir es jetzt gerade mit den 6 Merkmalen vorgestellt haben. Und diese 6 Merkmale, die sollen helfen, dass wir unseren Unterricht so gestalten können, dass wir eben auch die Ziele einer BNE erreichen können. Wie da eben sind die Mitwirkung oder die Erkennen von Interessenslagen oder der Umgang mit Komplexität. Insgesamt formuliert unsere Leitlinie 12 Lernziele. Frau Ulfert sagte schon, diese 6 Merkmale, die sind nicht so gedacht, dass man die bei jeder Lerneinheit alle abhakt, sondern man kann die auch sukzessive angehen oder man kann sich eben auch interdisziplinär zusammentun und mit mehreren Fächern daran arbeiten. Die Leitlinie, die wurde nicht verpflichtend von unserem Schulministerium in Nordrhein-Westfalen eingeführt, sondern als Empfehlung herausgegeben, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer damit arbeiten. Im Moment wird sie als Impuls auch genutzt, um weitere Lehrpläne zu gestalten. Was sehr erfreulich ist, dass diese Leitlinie gerade im außerschulischen Lernbereich auch gut aufgenommen wird, sodass wir also im formalen und nonformalen Lernbereich also eine wirklich schöne gemeinsame Grundlage haben, bei BNE zusammenzuarbeiten. Ja, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie uns zugehört haben und wir stehen Ihnen gerne noch für Fragen aus dem Chat zur Verfügung. So, ich danke euch beiden erstmal für den Vortrag. Gerne. Und ich schaue jetzt mal, ob ich hier Fragen finden kann. Ja, hier wird zum Beispiel gefragt, ob ihr wisst oder einschätzen könnt, wie viel diese Leitlinie schon benutzt wird. Und mich persönlich würde auch noch interessieren, wie funktioniert das eigentlich mit der Lehrerweiterbildung? Da muss ja sicherlich auch was passieren, damit die Lehrer überhaupt wissen, wie sie das quasi didaktisch und so weiter auch umsetzen? Ja, die Lehrerweiterbildung ist ja bei uns in Nordrhein-Westfalen so organisiert, dass die in den Kompetenzteams in den einzelnen Kommunen liegt und Lehrer weiterbilden. Und da wiederum übergeordnet sind die Bezirksregierungen für zuständig, die eben die Moderatoren von diesen Kompetenzteams weiterbilden. Und da gibt es momentan eine Arbeitsgruppe in Nordrhein-Westfalen, die vom Schulministerium auch initiiert worden ist, die genau an diesem Punkt angreift und Vorschläge macht für die Bezirksregierung, wie denn die Moderatoren weitergebildet werden können für die Kompetenzteams. Da sind wir also
dran. Das ist auf dem Weg daneben. Machen wir natürlich von der BNE-Agentur auch einige Angebote. Wir haben zum Beispiel so eine SDG-Reihe entwickelt, um Lehrerinnen und Lehrer auch Angebote zu machen. Okay, dann danke für die Antwort. Was ich persönlich auch noch gedacht habe, ich sitze gerade in Berlin und es war ja vor kurzem der letzte globale große Klimastreik, also der im Mitte März. Und da hat Fridays for Future Berlin die Forderungen veröffentlicht. Und eine der Forderungen, die kann ich hier mal vorlesen. Wahrscheinlich kennt ihr sie auch, aber ich freue mich, dass sie eigentlich hier die Umsetzung quasi passiert auch. Die haben nämlich direkt gefordert, also ob an Schulen, Universitäten, Ausbildungsorten oder auch bei Fortbildung für Berufstätige, wir brauchen mehr Bildungsangebote zur Klimakrise und Gerechtigkeit. Insbesondere die junge Generation muss auf die vor uns stehende globale Herausforderung vorbereitet werden und Lösungsansätze kennen. Und deswegen fordert Fridays for Future Berlin 20% Klimagerechtigkeit im Unterricht. Ich fand das eine schöne Forderung und ich sehe, dass dem hier schon sehr entgegengekommen wird. Das ist doch wunderbar. Ja, vor allen Dingen finde ich, die Leitlinie ist sehr einfach umzusetzen. Ich bin jetzt gerade Politiklehrerin, da korrespondieren die Ziele sowieso sehr, aber es ist gar nicht so viel Aufwand, da den Blick in die richtige Richtung zu lenken. Und ich glaube, das ist doch das Einzige, was da hilft. Ne? Also man muss einfach ab und zu in die Richtung gucken und gucken lassen und man muss einfach verbreiten, wie das geht. Und das ist eigentlich, die Leitlinie bietet da sehr, sehr viele Angriffspunkte. Ne? Also ich finde, das ist gar nicht so schwer umzusetzen. Ja, super. Also ich danke auch da in dem Sinne für eure Arbeit, die ihr macht. Und würde, wenn da jetzt im Moment keine Fragen gerade reinkommen, seid ihr denn noch im Chat später unterwegs? Oder wie ist es? Ich würde euch auf jeden Fall mal den Link schicken und ja. Könnt ihr einfach dort nochmal reingehen. Mhm. Und wir haben auch immer ein bisschen Verzögerung mit YouTube, deswegen es kann sein, dass jetzt noch eine Frage kommt, also bitte noch nicht rausgehen. So, jetzt suchen wir Speaker Chat. Ach so, wenn ihr jetzt im öffentlichen Chat schaut, dann schicke ich nochmal den Link dahin. Wenn man da draufklickt, das andere erklärt sich dann von selbst. Und da sich hier gerade nichts tut, Moment. Nee. Dann kann ich jetzt einfach nur euch nochmal danken und euch einen schönen Resttag wünschen. Vielen Dank, dass ihr hier dabei wart. Danke auch, dass wir dabei sein konnten. Sehr gerne.